Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Milliardenprojekt und diesmal nicht von der Marsch, sondern ja, jetzt ist es soweit, auch die Kornwelt ist zum Milliardenprojekt ja, hinzugestoßen. Auch hier haben wir jetzt das Ziel bis zum Ende, ja, bis es also eine neue LS-Version gibt, das Milliardenprojekt hier zu verfolgen. Wir wollen also eine Milliarde hier erreichen. Und mal gucken, ob wir das hier auf der 16-Fachkarte schneller erreichen als wie auf der 4-Fachkarte. Ich bin mal gespannt. Wir hinken ja klar hier ein paar Stunden hinterher. Oh, ja, nicht nur ein paar Stunden, ein paar viele Stunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir jetzt mittlerweile hier schon auf der Karte gespielt haben. So, mal gucken. Mal eben schnell in die Statistik hier reinschauen. Ja, was habe ich heute am Sonntag vor? Ja, euch erstmal die ganze Zeit ein Kotelett hier ins Ohr zu labern, ist ja schon mal klar. Was soll ich sonst tun? Nein, wir werden jetzt gleich mal eben schnell gemeinsam überlegen, was wir jetzt hier am Sonntag machen. Also ich habe gerade mal 269 Stunden gespielt auf der Karte. Ja, also von daher, ne, da hinken wir noch so 300 Stunden, glaube ich, zurück oder so. Also von daher, das ist schon eine andere Hausnummer. Achso, genau, und den wollten wir zum Feld 7 schicken. Und auf Wiedergesehen. So, hier haben wir jetzt einen neuen Traktor. Und ich wäre echt mal begeistert, wenn es mal aufhören würde zu regnen. Also, da kriege ich so allmählich, ne? Ja, der wird irgendwie aggressiv. Also, der andere macht das deprimiert, mich macht das aggressiv. Diese ganze Zeit, dieser Regen. Ja, ich hab den hier auf den Ohren, den Regen. Ganze verdammte Zeit ist das hier nur am Regnen. Regen, Regen und nochmal Regen. Also so allmählich hast du Schnauze voll davon. Nur mal so zur Info. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt irgendwann mal hier die LKWs auch mal wieder hier dahin bringen, wo sie hingehören. So, überlegen, ob ich mir doch noch hier so einen Traktor kaufen. Diesen gackenden Mega-Sound. Ah, das wäre mega, oder? Ja, dann ja, würde ich mich freuen, wenn er mir mal in die Kommentare schreibt, wo habt ihr die Hallen auf der Marsch platziert? Würde mich echt mal interessieren, wo ihr die hinsetzt. Weil ich würde doch gerne da oben ein paar Hallen noch hinsetzen am Hof. Am Hof, vielleicht sogar. Moment, da fällt, oh Moment, oh, da kommen wir jetzt, oh, da kommen wir jetzt wieder, oh, jetzt geht's wieder los in meinem Kopf hier. Fällt mir gerade was ein, wir haben doch da was weggemacht. Wir haben doch da was weggemacht. Oh, guck mal, der fährt schon. Also ich finde dieses, oh, ja, der ist aber schnell unterwegs. Ja, alter Fluffy, du fährst doch mal hier. Halleluja, der fährt mir 43 Mal, also. Gar nicht mal so langsam, der Teil hier. Also, ne, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, auch hier. Ah, den Baum. Ah, den Baum. Oh, da fällt mir wieder alles ein, was ich vergessen habe. So. Gibt da noch irgendwo. Nein, Brooks, verdammt. Können wir mal. Ich weiß es nicht mehr. Hatten wir nicht eine Brooks gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So. Und zwar haben wir ja hier oben. Hier. Da war ja früher hier Feld und hier haben wir jetzt eigentlich Platz. Das Problem ist nur, wenn ich da jetzt Hallen platziere, ich weiß ja genau, hier ist so ein, ja, ne, in der neuen Karte ist hier halb Wald. So ein Palmenwald. Ein paar Bäume auch dazwischen, so vereinzelt mal. Dann haben wir nachher die Bäume in der Hallen stehen. Das wäre jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Da ist die Idee vielleicht nicht unbedingt so die beste gewesen jetzt gerade. Aber ich weiß nicht. Oh, mal gucken. Ich weiß, ehrlich gesagt nicht. So, das sieht doch. Was ist das denn schon wieder? Warum. Oh. Wer hat denn da mit Vorgewände angefangen? Welcher. Oh. Hirni hat denn hier. Hä? Was ist das denn?
Hallo? Kann das sein, dass du deine Reihe vergessen hast, mein Freund? Hallo? Was ist das denn schon wieder? Nö, ey, wirklich? Ernsthaft jetzt? Ach, Freunde, das ist doch eigentlich mehr normal, oder? So. Nee. Aber nicht alles selber mit. Furchtbar, wirklich. Kann nicht sein. Da ist er einfach hier abgebogen und ja, hab ich keinen Bock auf die Runde. Gemattert jetzt mal so, ich halt gerne möchte. Mann. Nicht zu glauben hier. Das ist doch einfach nicht zu fassen hier. Da machen die ja, was die wollen, aber nicht, was sie sollen. Mal gucken, ob das denn in der anderen Version, also ne, das wäre immer klar, oder werdet ihr es feststellen mit mir zusammen in der nächsten Woche. Denn heute ist ja schon Sonntag, ich wünsche erstmal allen ein schönes, dritten Advent. Ich habe das total vergessen am Anfang. Ja, hallo, was ist denn mit mir heute los? Ich bin so aufgeregt. Also, das war noch so eine Story, die ich erzählen muss. Jetzt habe ich ja letzte Woche, wann war das? Ich glaube, Montag, Dienstag oder so, hatte ich die ganzen Folgen aufgenommen für die Woche. Und dann habe ich ja hier gemoddet, von Freitag bis Sonntag, also 2-3 Tage jetzt am Stück. Und dann habe ich mich hier sonntagsabends hingesetzt dann noch und habe gesagt, okay, was ist so ein Video für die Mod-Vorstellung? Okay. Leute, ich habe das Gefühl gehabt, als ich das erste Mal ein Video aufgenommen habe. So aufgeregt war ich, so nervös war ich. Oh, ich habe gedacht, was ist das denn, ey? Warum habe ich denn jetzt so Lampenfieber, mich hier hinzusetzen, eben hier das Mikrofon zu quatschen und euch da halt was zu zeigen oder ne, euer Geschenk zu präsentieren. Oh mein Gott. Ich war wirklich so aufgeregt. Ich war, ja. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht warum. Ja, ich sag mal, einen Grund kann ich mir schon irgendwo vorstellen, warum es so war, aber mein Gott, also ich habe ja schon so viele Videos aufgenommen. Ich sag mal, ne, das wird mit Sicherheit auch jetzt, wenn ich im Dezember wieder live gehe, dann wird das auch. Ne? Meine Art, wie ich rede, mich selber aufregen. Und von daher, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, wir müssen mal hier weiter austauschen. Also das ist das, was ich jetzt zumindest mal hier vornehmen will, damit wir jetzt mal den einen oder anderen Mod hier runterbekommen. Damit in meiner Modliste mal ein bisschen weniger hier ist. Passiert. So, dann bin ich wieder. Ja, sorry. Bin halt, wie gesagt, schon wieder irgendwie ein wenig erkältet. Sorry dafür. Ja, ehrlich so richtig. Sag ich mal. Jetzt wollen wir mal gucken. So. Mal noch wieder hier oben. So, das ist jetzt der neue. Falls ich da echt nass ist. So. Ja, ich will jetzt gucken, dass hier so allmählich mal alles, was alt ist, so nach und nach jetzt hier austausche, verkaufe, wenn es geht, alles heute noch. Das sind die Definitionen nach und nach. Komm, Andy. Ja, warum habe ich dieses Milliardenprojekt jetzt so, ne, auch jetzt hier auf der Kornwelt ins Leben gerufen? Weil ich finde, man braucht ein Ziel, man braucht Spannung, Action. Haben schon mal ein bisschen Liebesgeschichten. Nein, also ne, irgendwas muss dir hier passieren, weil ich sag mal,
Klar gucken viele zu, weil ne, sie einfach die Kornwelt geil finden und das, was ich so rede und hier mache, finden die toll. Und vielen Dank auch an dieser Stelle, die hier die Videos immer von Anfang bis Ende schauen. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ne, mega Support. Kostet euch nichts außer eure Zeit. Und ich weiß, eure Zeit ist kostbar. Daher ne, möchte ich sie euch unbedingt mit allzu planlosen Plattitüden hier zupflastern. Aber ja, ab und zu muss das mal sein. Ab und zu brauche ich das mal, diese sehr flachen Witze. Gestern wieder etwas Neues gelernt. Es gibt flache, kurze Witze. Ich habe gedacht, ein Witz ist ein Witz. Das ist jetzt nicht ein Witz an der Höhen und Tiefen und weiß ich nicht, was nicht alles hat. Also von daher, ja, ist schon so. Aber warum Milliardenprojekt? Also ne, diese Summe, 1 Milliarde, also das ist erstens mal ne, unvorstellbar, ja eigentlich, weil was ist denn 1 Milliarde? Wie viel sind denn 1 Milliarde? Was kann man mit 1 Milliarde machen? Wie erreicht man 1 Milliarde? Werden wir es ja schaffen, 1 Milliarde an Saatgut zu haben oder 1 Milliarde an Korn zu haben? Wie viel Ernten müssten wir dafür einfahren, um die Milliarde zu erreichen? Wie kann man den Gewinn oder beziehungsweise das, was man ja aussät, ja, wir sehen ja was aus in einem Jahr, so, und im nächsten Jahr ernten wir das Ganze. Das ist unser Ertrag, sehen und ernten. Eine ganz einfache Kiste eigentlich. Ich sehe etwas, also nicht sehen, sondern säen. Oh mein Gott, sehen. Säen. Wir sehen etwas in den Boden. Und das haben wir ja hier mittlerweile doch. Ja, den einen oder anderen Liter, glaube ich, haben wir mittlerweile hier an Saatgut. Wir können nochmal eben schnell hier in die Saatgutproduktion mal eben schnell flitzen. Springen mal eben schnell hier über den Zaun. Ein bisschen Fitness betreiben. Oh, einmal hier schnell um die Saatgutfabrik nochmal rumlaufen. Müssen uns mal ein bisschen mehr bewegen. Also, ne, was ich auch mal dringend bräuchte, das wäre ein neuer Tisch. Also, ne, der Schreibtisch ist zwar wunderschön, um Gottes Willen, aber so ein höhenverstellbarer Schreibtisch, das wäre noch geiler. Aber da müsste ich hier oben drüber alles abbauen. Naja, aber, ne, dass man sich aber hinstellen kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass es im Livestream nachher, ja, doch ein bisschen schwierig wird. Von daher muss ich mal schauen. So, und dann gucken wir jetzt mal hier drauf. Also hier haben wir jetzt 353.000 Liter noch an Saatgut drinnen. So, jetzt haben wir hier 350.000 Liter, sage ich jetzt mal roundabout. Wie viel Geld wird uns das im Endeffekt nachher bringen? Wie viel Geld wird uns das bringen? Diese 350.000 Liter Saatgut. Wie viele Felder können wir damit überhaupt ja, bewirtschaften. Wie viel Geld wird uns im Endeffekt dieses Saatgut, was im Endeffekt so das, ja, das Wichtigste eines jeden Bauern ist, ein gutes Saatgut zu haben, es in den Boden zu bringen, um es dann zu vermehren. Weil ich sag mal, aus einem Saatkorn entsteht ja dann ne, eine Pflanze und ne, da sind dann viele, viele weitere. Wie heißt denn das jetzt? Muss ich echt nochmal nachgucken. Ich komme im Moment jetzt nicht drauf. Da oben waren dann halt ja diese Zweige und ne, da ist ja dann das Korn oben drin. Und das ne, ist ja nicht nur ein Korn, sondern sehr mehrere Körner drin. Und das ist ja eine Vervielfachung. So funktioniert nun mal halt die Natur. Und im Endeffekt mit dem Geld funktioniert das ja genauso. Das, was ich an Geld in die Hand nehme. Und je nachdem, wie ich es investiere, kann sich das Geld ja vermehren. Da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten. So, und hier in diesem Spiel, deshalb heißt es ja nur noch LS Farm Manager. Und eigentlich würde ich nur noch gerne Farm Manager heißen. Ja, weil ich sag mal, die Farm ist jetzt zwar, wenn man es so sieht, eigentlich schon ne, mehr Farming, aber ne, ich heiße ja nicht Farming Manager, sondern ich heiße ja Farm Manager. So, und eine Farm ist ja. Ich müsste jetzt mal genau in der Definition nachgucken, aber für mich ist halt Farm so mehr,
ein Zusammenschluss von oder eine Bündelung von gewissen Ressourcen. Sagen wir mal so. Und Manager, ja, diese Ressourcen manage ich und versuche daraus das Beste herauszuholen. Weil ich glaube, dieses Farm ist außerhalb von Deutschland, glaube ich, ja, wesentlich mehr vertreten. Es gibt Farmen, ne, die auch nicht nur was mit der Landwirtschaft zu tun haben, sondern auch in anderen Bereichen. Und von daher, ja. Aber gut, es geht mehr halt um Managing, um Manager. Und von daher, ja, wird das Hauptthema auch in den Streams jetzt sein. Wie manage ich das? Wie kann ich das am besten managen? Welche Hilfsmittel habe ich vielleicht dazu, um das Ganze hier besser zu handeln und zu managen? So, jetzt haben wir hier den noch einmal in Blue. Und dann haben wir jetzt gleich hier den E-Traktor. Das ist mal da. Wir können jetzt hier gleich auch sich auf die Reise machen. Reise. Ah ne, das war irgendwie anders. Ne? Das war das anders. Das habe ich dann, glaube ich, gerade vertauscht. Ach, gute Preise, gute Besserung war das doch. Dazu fahren, oder? Irgendwie war das gerade da. Ja, also von daher, ne, das ist so ein Thema, wo ich mit euch zusammen dann halt in den Streams in Zukunft über quatschen möchte. Welche Möglichkeiten gibt es da? Was sind die effektivsten? Kann man das irgendwie, ja, mit gewissen Thesen untermauern? Kann man das, wie ist es draußen? Die Manager, die ja auch, ich sag mal, ne, es gibt diesen Punkt Gewinnoptimierung. Und ich kann diesen Punkt und diesen Ausdruck überhaupt gar nicht hören, weil für mich ist Gewinnoptimierung nur eins. Wie können noch weniger Menschen mehr leisten? Und das ist für mich keine gewinnorientierte Arbeiten, sondern für mich ist das, ja, wie kann ich die Menschen noch mehr ausbeuten und noch mehr bluten lassen, damit ich da oben mehr Profit mache. Und auch darüber können wir gerne mal sprechen, wie ihr darüber denkt, was ihr darüber meint. Ich glaube, da kommen ein paar ganz interessante Themen zusammen, ob das jetzt für ein ganzes Jahr reicht. Deshalb ich weiß noch nicht, wie viele Folgen es in der Woche davon geben wird. Vielleicht wird es am Anfang auch erstmal dieses Jahr nur noch eine geben oder zwei. Auch mit Heiligabend habe ich noch keine Entscheidung getroffen, weil ich das auch erstmal mit dem Familienvorstand hier mal besprechen muss. Weil die ist, glaube ich, im Moment ein wenig angefressen, dass wir Weihnachten nicht zu meiner Familie fahren. Und hatte sie sich eigentlich schon drauf gefreut, aber ja, aus den genannten Gründen, die ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen möchte, ist es einfach so, dass ich dieses Jahr gesagt habe, nein, ich bleibe zu Hause. So, hier haben wir eine Walze, da haben wir einen Verteiler, das ist ja alles mal schick und schön und gut, aber wo ist diese verdammte? Ups, hier fehlt auch irgendwas, irgendein Schild. Oder eine Schaufel. So, jetzt gehen wir noch mal in die Garage. Ich will jetzt noch mal gucken. Also, das kann ja nicht sein. So. Da haben wir eine Opa und da haben wir jetzt Elektro-Taktöschen. Ah, da ist auch noch ein Alter. So. Ach so, wir wollten auch noch einen LKW kaufen und dann wollte ich noch in Solarenergie investieren. So, und ob wir diese komischen Dinger da noch brauchen, da bezweifle ich auch mal. Ich glaube, die verkaufe ich jetzt auch. Das sind Flüge, ne? Das sind unrealistische Flüge, die habe ich ja noch. Ach du, Mal verkaufen. Alles verkaufen, 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 meine Freunde. Vergeht das hier alles nicht. Boah, wir haben so viel Düngerstreuer, aber die könnte ich jetzt nicht alle verkaufen. Die kann ich nicht alle verkaufen. So, auch die zwei musste ich da mal verkaufen. Ja, ich glaube, wir haben doch keine Bugs hier drin, ne?
Na, hier kommen jetzt nur noch diese Gewichte. Nein, nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Warum haben wir die nicht? Habe ich die hier gar nicht im... nee, Moment. Da ist es falsch. Wollen wir jetzt zurückgehen. Gehen wir mal unter Forstbetrieb hier gucken. Hab die... Doch, die ist hier drinne. Wenn ich hier draufklicke, nee, wir haben keine. Okay. Das heißt, wir müssen mal hier eine kaufen. So. Nehmen wir die mal hier, diesen komischen Orange. Ah ja. Sieht ein bisschen abgefrackt aus, egal. Für den Preis kann man nichts anderes erwarten. Ja, ist so. Was erwartet die? Da ein nagelneues Ding bei dem Preis da mal rauskommen. Nein, das kann ja nicht sein. Also, ne? Ist ja mal. Ja. So. Eine 1070 ist fertig. Oh, eine 1070 ist fertig. So, jetzt werden wir erst noch mal eben kurz hier in den Shop gehen und dann werden wir hier mal unter Diverses. So, dann werden wir jetzt hier noch mal für 1,5 Millionen Euro mal eben kurz in die Tasche greifen. So, und dann würde ich sagen, packen wir das Ding auch noch hier hin. Hä, was ist das denn jetzt hier? Gut, bauen wir hier hin, auch hier gut. Da haben wir schon mal 4 Stück jetzt davon. So, ich wollte ja gerade nochmal geguckt haben, wie viel Geld uns das denn bringt. Okay. Ah, hier, da. 6.600 Euro die Stunde. So, jetzt wollen wir eben bei den Hallen gucken. Habe ich hier schon die Hallen drin? Ne, habe ich hier noch gar nicht drin. Also hier sind nur die Durchfahrhallen drin und die kosten ja richtig Asche. Also ne, klar bringen die uns da richtig Geld. Um Gottes Willen, die bringen jetzt auch richtig Geld hier. Aber, ja. So, jetzt haben wir nur noch 523.000. Und von daher müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht das eine oder andere noch verkaufen. So, das ist noch ein... Ach genau, dann wollte ich doch noch einen LKW kaufen. Genau, so, LKW. Gehen wir mal nach hinten, da ist er. Der Strolch. Der Strolch, wirklich. Was für ein putziger Name. Der Strolch. Ja, der Strolch. Aber warum ist der weiß? Da muss ich mal gucken, dass ich den vielleicht nochmal ein bisschen überarbeite. Also jetzt nur für mich. Ja, ich rede hier nur wirklich für mich. Weil ich würde dann gerne auch hier die Farben haben, die ich sonst auch habe. So. Nehmen wir das mal so und Hauptfarbe nehmen wir auch mal das da. Nein, nee, das gefällt mir so nicht ganz so. So, und Designfarbe können wir vielleicht das hier nehmen. Ja. Felgen sind okay so. Ist ganz gut. So. GPS. Kuhauffänger. Was ist denn ein Kuhauffänger? Ne, brauchen wir nicht. So, ein Haubenspiegel. Ja, okay. So, Reifenvariante. Ja, Agrarreifen. Das ist gut. So, da, so, Seitenverkleidung. Ah ja, sehr schön. Ja, logisch. Da brauchen wir. Was ist das hier? Sieht immer interessant aus. Level 1. Level 2. Level 3. Na Leute, jetzt ist los. Nee, also, ich brauche da jetzt nicht so ein Schickimicki hier. So, 355, 395, 425, 445, 500. Okay, dann nehmen wir hier die Version. Was kostet die? Ach, Spottpreis. Spottpreis. Was ist denn Haubenschutz? Ja gut, doch, da brauchen wir. Da brauchen wir. So, kaufen, ja. So muss das sein. So muss das sein. So muss das aussehen. Das ist ein alter Fendt 1050. Sehr schön. So. Das heißt, den gehen wir auch verkaufen. Wir verkaufen hier alles. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Junge Jajan, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Haben Sie irgendwelche Störungen heute gemeldet? Und die wird Störung erlebt. Nein, ich musste nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, so ist das Leben.
So, dann stehen also hier jetzt unsere neuen, ja, Flüge, unsere neuen Traktoren, also neu sind die ja nicht. Die sind ja gebraucht schon, nur halt umdekoriert. Es ist Sonntag, der dritte Advent. Und noch eine Woche, dann haben wir schon wieder Weihnachten, meine Freunde. Also das ist unglaublich. Eine Woche. Ah ne, eine Woche nach dem vierten Advent. Sorry. Ich weiß gar nicht, wann haben wir Weihnachten dieses Jahr? Mal gucken. Ja, Weihnachten. Ach, am Donnerstag erst. Ach mein Gott, ey. Aber noch richtig Zeit, meine Freunde. Heute ist ja gerade mal der 13. Der 13. Dezember. Also da haben wir noch richtig Zeit, würde ich mal sagen. Bis Heiligabend haben wir noch 11 Tage. Wer also bis jetzt noch kein Geschenk gefunden hat, der hat noch Zeit. Könnt ihr euch noch ein bisschen Zeit lassen. Eilt nicht. Eilt alles nicht. Es eilt alles nicht. Ah, das wollte ich auch eingelagert haben, ne? Ah. So. Okay. Wo schweben die denn da? Okay. Schon nie gesehen. Fällt mir jetzt das auf. So, mal gucken, wie sieht's hier aus? Ach, hier haben wir schon wieder. Oh. Naja, wir haben noch 400.000 Liter, haben wir halt noch dort zur Verfügung, im Sägewerk, also von daher alles gut. So, jetzt wollen wir mal eben schnell gucken. Hier haben wir, schon wieder 45 Paletten. So, jetzt will ich mal eben was gucken. Eigentlich wollte ich das ja nicht, aber ich, ja, habe da bis jetzt keine andere Lösung für gefunden. Wir gehen jetzt mal hier auf Fett und dann gehen wir hier irgendwo auf, ne, die sind hier mit den Produktionen drin, ne? So, dann haben wir hier Lagerwerkstoffe. Wie teuer ist die dann? 250.000. Ja, mein Freund, der fliegt Landwirtschaft. Soll mal sagen, ich kaufe mal hier eine. Aber wo packe ich die jetzt hin? So, hier oben, das wäre nicht schlecht. Am besten da, wo da der Wald entsteht, das wäre noch besser, oder? So, welche Bäume hier pflanzt? Ne, ich glaube nicht, ne? Dann würde ich sagen, packen wir die Halle mal hier so daneben. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das denn aussieht. Gucken wir uns die Halle mal an. So, okay. Ja, halt eine Halle, ne? Oh Mann, ey, was habe ich denn da erwartet, ey? Oh, nee. Was ist das denn? Schon halb gefüllt hier alles. Hä? Was ist das denn hier? Leerpaletten, Bretter. Das sieht aber ein bisschen komisch hier aus, oder? USB-Platte, Sparplatte. Sieht die Splitzen hier alle an. Aber warum sind denn hier schon? Sehr merkwürdig. Mal gucken. Mal gespannt, wie viele hier reinpassen. Vor allem, wo kann man die wieder auslagen? Ah, hier. Okay. Das ist ja mal keine schlechte Idee. Vor allem hier regnet es sich rein in die Halle. Das ist doch positiv. Also hier regnet es nicht. Nur drauf. Also hier stehen wir gut, trocken und sicher. Und solange ich hier noch im Trockenen stehe, ich gehe jetzt gleich wieder raus in den Regen, ja, verabschiede ich mich für den Moment und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Lasst euch euer Mittagessen schmecken und ja, wünsche guten Appetit. Und um 14 Uhr kommt dann die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt anständig. Ich bin raus und bye bye.